und auf sie folgt jetzt Gudrun Kugler, Sprecherin für Menschenrechte und Vertriebene von der ÖVP. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem Frau Kollegin Yilmaz. Sie haben jetzt zu unserem Antrag mehrfach das Wort wunderbar verwendet. Da wird mir ganz warm ums Herz. Danke. Ich möchte aber trotzdem sagen, Sie brauchen keine Angst haben, dass wir unsere eigenen Anträge nicht ernst nehmen. Und Sie brauchen auch nicht schulmeisterlich dem Herrn Innenminister ausrichten, an welche Fristen er sich zu halten hat. Das kennen wir aus der Grundschule, aus der Oberstufe vielleicht noch. Aber wir werden unsere Anträge selbstverständlich ernst nehmen, weil sonst bräuchten wir sie auch nicht schreiben. So ist das, Frau Kollegin Yilmaz. So, aber zum Inhalt des Top 9. Wir haben im Regierungsprogramm vorgesehen, dass wir faire und qualitätsvolle Asylverfahren sicherstellen wollen. Und da muss ich zur Erklärung vielleicht noch was vorwegstellen. Nämlich, wir haben uns natürlich auch im Regierungsprogramm geeinigt auf eine restriktive Migrationspolitik. Und diese beiden Dinge widersprechen sich nicht. Ich kann sagen, restriktive Migrationspolitik und trotzdem Asylverfahren, die sensibel sind, die menschenrechtskonform und die Menschenwürde bezogen sind. Und darum geht es in diesem Antrag. Wir haben zwei vulnerable Gruppen hier hervorgehoben, weil wir in der Praxis gesehen haben, dass gerade dort die meisten Probleme liegen. Und das sind einerseits Menschen mit einer gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung und andererseits Menschen, die sich vom Islam einer anderen Religion zuwenden. Und das ist statistisch gesehen meistens das Christentum. Und es gibt viele Länder in der Welt, man möge es nicht glauben, in denen diese beiden Gruppen mit Tod, mit Gefängnis bedroht sind. Und wenn so jemand zu uns kommt, dann hat er auch bei uns einen Asylgrund nach der Genfer Flüchtlingskonvention, trifft aber dann trotzdem in Österreich auf Schwierigkeiten. Und ich möchte Ihnen jetzt drei Problembereiche nennen, wo so jemand in Österreich Schwierigkeiten hat. Das erste ist, dass er verdächtigt wird, dass er entweder eine Scheinkonversion hat, weil er da bleiben will, oder dass er die sexuelle Orientierung nur vorgibt, weil er Asyl haben möchte. Und jetzt gestehe ich zu, dass es solche Fälle geben wird, dass das vorgeschoben wird. Aber was wir nicht zulassen können, ist, dass hier ein Generalverdacht ausgesprochen wird. Und es ist ganz wichtig, dass in einem Verfahren die Behörde feststellt, was stimmt, was stimmt nicht und in dieser Feststellung zuerst einmal sensibel vorgeht, auch in der Fragestellung. Hier sind uns zu Ohren gekommen eine Reihe von Schwierigkeiten und von Fragen, die man einfach nicht stellen kann, die auch nicht aussagekräftig sind. Und das Bundesministerium für Inneres hat dafür ein eigenes Referat für Qualität und Fortbildung eingerichtet, um dieser Frage hier gerecht zu werden. Aber gleichzeitig wünschten wir uns, dass in der Einschätzung durch die Behörde ernst genommen wird, was zum Beispiel eine gesetzlich anerkannte Kirche sagt. Wenn zum Beispiel eine gesetzlich anerkannte Kirche sagt, ich habe mir den angeschaut, ich habe den ein Jahr lang vorbereitet, habe den getauft, dann ist das natürlich für die Behörde relevant. Und diese Relevanz wollen wir unterstreichen. Das Gleiche gilt für zivilgesellschaftliche Organisationen, die diese Leute betreuen. Auch die sollen mit einbezogen werden. Das ist Punkt 1. Keine Verdächtigung, kein Generalverdacht von vorgeschobenen Argumenten. Punkt 2. Flüchtlinge, die aus diesen beiden betroffenen Gruppen kommen, berichten immer wieder, dass sie falsch übersetzt worden sind, dass sie erlebt haben, dass der Übersetzer, der natürlich teilweise aus dem Kulturkreis kommt, selber Vorbehalte hat gegen zum Beispiel die sexuelle Orientierung oder gegen die Konversion dieses Menschen. Und es ist ja ganz wichtig, dass wir sicherstellen, dass die Dolmetscher geeignet sind und keine persönlichen Abneigungen mitbringen. Und ein dritter Problembereich sind die Asylheime. Jetzt habe ich Zahlen, die nicht ganz aktuell sind. Wir haben hier keine Statistiken, aber sie helfen, um zu illustrieren. In Deutschland 2017 sind 750 Fälle berichtet worden von Übergriffen in Asylheimen auf
Konvertiten. Jetzt weiß ich, das ist 2017, nicht 20, es ist Deutschland, nicht Österreich. Dennoch kann man sich etwas aus dieser Zahl mitnehmen. Was sind das für Übergriffe? Zum Beispiel ein Ausschluss von der Küchenbenutzung oder der Benutzung des gemeinsamen Bades, weil man sagt, der ist unrein. Das kennt man aus den Herkunftsländern. Hier haben wir das auch in den Asylheimen. Und das deutsche Kriminalamt hat insgesamt 100 christenfeindliche Straftaten in diesem Kontext im Jahr 2017 vermeldet. Das muss man uns anschauen. Interessanterweise hat die katholische Kirche in Wien, die Erzdiözese Wien, ist Anlaufstelle für Konversionen von denen, die katholisch werden wollen. Und da gibt es einmal im Jahr eine Zulassungsfeier. Und sie sagen, dass sie diese Zulassungsfeier aus Sicherheitsgründen immer an unterschiedlichen Orten machen wollen und nie im Stephansdom, weil es zu gefährlich ist. Und die evangelische Kirche spricht von ähnlichen Vorkommnissen. Das sind alles nur Lichter auf ein größeres Problem. Was unterm Strich da überbleibt und darum unser Antrag ist, bei vulnerablen Gruppen müssen wir besonders sensibel sein, wir müssen besonders wachsam sein, wir müssen die Menschen so schützen, wie sie es brauchen und faire Asylverfahren sind, auch wenn man eine restriktive Migrationspolitik betreibt, einfach eine Frage des Anstands der Menschenrechte und der Menschenwürde. Vielen Dank. Gudrun Kugler von der ÖVP sagt, es sei wichtig, bei vulnerablen Gruppen im Asylverfahren besonders sensibel und wachsam zu sein.